Woher kommen Sie gerade? Ich komme direkt aus dem Finanzausschuss. Eine interessante Debatte zu Europa, Griechenland, Portugal, aber auch Online-Betrug bei der Umsatzsteuer. Also spannende Zeiten. Immer noch. Auch noch thematisch voll am Start und nicht schon am Fade-out, weil ja nächste Woche dann auch Wir haben ja noch zwei volle Sitzungswochen. Ja. Und die Menschen haben so gewählt, dass wir regieren. Mhm. Ja, und nicht jetzt schon Wahlkampf machen. Deswegen, wir arbeiten doch. Wie ist die Stimmung? Trotzdem anders? Naja, jeder hat natürlich schon die Sommerpause im Blick. Aber wir alle wissen, die 4 Jahre gehen zu Ende. Wir haben noch einige Themen, die wir erledigen wollen in der Legislaturperiode. Es gibt ja das Prinzip der Diskontinuität. Das heißt, wenn wir es jetzt in den nächsten 2 Wochen nicht abhandeln, dann verfällt es sozusagen. Ja. Deswegen ist auch noch mal viel zu tun. Ist es jetzt noch mal geschäftiger als die letzten Monate? Ja? Die Gespräche sind intensiver. Jeder weiß, die Bühne schließt sich in 2 Wochen und deswegen muss jetzt alles noch drüber. Und wie ist der Umgang untereinander? Auch mit dem Koalitionspartner? Letztendlich hat man ja mehr oder weniger gut zusammengearbeitet, setzt das noch fort, aber muss ja auch so langsam in den Wahlkampfmodus kommen und sagen, sei mir nicht böse, wir arbeiten jetzt hier zusammen, aber trotzdem draußen hau ich auch mal dagegen. Ja. Also das hat sich natürlich so langsam schon geändert. Wir steuern auf den Wahlkampf zu, es sind noch knapp 100 Tage und das macht das Zusammenarbeiten nicht einfacher. Mhm. Aber wir raufen uns immer wieder zusammen und dann geht es doch wieder ein Stück voran. Okay. Jeder Politiker, jede Politikerin hat natürlich den schönsten Wahlkreis in ganz Deutschland. Aber was macht Ihren Wahlkreis, Region um Schwetzingen, zum schönsten Wahlkreis in ganz Deutschland? Ja, ich bin ja da aufgewachsen und die Rheinebene und der Fluss, das ist einfach meine Heimat. Und daneben dann die Hügel des Kraichgaus. Das ist auch die Kombination von gutem Spargel in der Rheinebene und dem hervorragenden Wein im Kraichgau. Saison das wieder macht vorbei, es, leider. Macht es lebenswert. Ich habe auch genug gegessen. Okay. Das hält jetzt ein Stück. Und dann ist natürlich auch die Menschen. Wir sind ja in der Rheinebene von den Römern über die Franzosen, über die Alemannen, die Franken, die Germanen. Alle waren schon da. Rüber und nüber und drauf und rum. Und das Beste haben wir behalten. Das ist das Savoir-Vivre aus Frankreich und das Fleißige aus Deutschland und das die Kombination zusammen. Passt. Macht's gut. Sie sind Jurist und waren als Anwalt tätig. Was hat Sie zur Politik gebracht? Also in die Politik kam ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich saß am Mittagstisch bei meinen Eltern, habe mich beklagt über die Situation in Deutschland. Hohe Arbeitslosigkeit, steigende Staatsverschuldung, der kranke Mann Europas, der Sick Man of Europe damals, 2001. Da hat mein Vater gesagt, dann mach's doch gerade selbst. Genau. Ja. Und 2 Wochen später habe ich gesagt, ja, da hat er eigentlich recht. Mhm. Ja, kann ich ja nicht nur beklagen, sondern muss dann eben auch mal selbst anpacken. Ja. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Entscheidung bereut? Bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Sie sind ja noch relativ jung, aber schon seit 15 Jahren im Bundestag. Wer hat sich mehr verändert, der Bundestag oder Sie sich in der Zeit? Das ist natürlich aus der Froschpecks-Perspektive schwer zu beantworten. Es hat sich schon gewandelt in den letzten Jahren. Wir sind digitaler geworden, transparenter. Die neuen Medien spielen eine viel größere Rolle. Die Sicherheitsthematik hat zugenommen. Früher war alles offener. Heute müssen wir mehr kontrollieren. Wir haben auch bei den Bundestagsbesuchern höhere Kontrollanforderungen. Und bei einem selbst, naja, man wird gelassener und nimmt nicht mehr alles so ins Visier wie vorher. Man kann unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Mhm. Das lernt man natürlich dann schon über die Jahre. Aber das Feuer ist immer noch da. Das ist entscheidend. Also Sie können sich auch noch richtig aufregen. Absolut. Und reinknien. Ja. Der Blutdruck steigt regelmäßig. Das ist schon mal gut. Was wissen Sie heute über Politik, was Sie damals noch nicht wussten oder vielleicht bei der naiven Antwort auf die Frage oder den Hinweis Ihres Vaters, so was Sie da so noch nicht gesehen haben? Also ich bin ja hier wirklich als Greenhorn angekommen und insofern wusste ich nicht allzu viel über die Abläufe hier und musste das auch alles erst erlernen. Aber was ich wusste vom Hörensagen, dass man hier dicke Bretter bohrt, und das hat sich natürlich schon bestätigt und die Zusammenspiele in der Koalition, auch mit dem Bundesrat, mit der zweiten Kammer,
Das hat sich schon eingeprägt und macht das Arbeiten nicht immer einfach, kompliziert, schwierig. Wir haben im Prinzip eine Allparteienkoalition. Und das hätte ich vorher nicht so gedacht. Welche politischen Themen liegen Ihnen besonders am Herzen? Na, da habe ich ja vorhin schon gesagt, was mich damals gestört hat in der Politik. Und ich muss sagen, gerade auch die Frage des ausgeglichenen Haushalts, Stopp mit dem Schuldenmachen, das war mir immer ein Herzensanliegen. Und dementsprechend bin ich natürlich einigermaßen stolz, dass wir jetzt geschafft haben, eine ganze Legislaturperiode ohne neue Schulden. Das ist nachhaltige Politik. Weil die Schulden von heute sind die Steuern von morgen für die junge, zukünftige Generation. Und damit wollte ich Schluss machen. Das heißt also, Finanzausschuss war genau der Ausschuss, wo Sie dann auch, wenn Sie nicht mal hin wollten oder jetzt sich auch wohlfühlen, da tätig zu sein. Also Finanzen, das ist meine Heimat. Ja. Im Zusammenspiel mit dem Haushaltsausschuss haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Blick nach vorne Richtung Bundestagswahlkampf. Was glauben Sie, wird diesmal anders sein, verglichen mit den Wahlkämpfen davor? Auch hier, der Wahlkampf wird digitaler. Ja. Wir werden mit den neuen Medien einiges machen. Es wird, glaube ich, auch ruppiger werden als in den letzten Jahren. Der Rechtspopulismus hat zugenommen und das spürt man natürlich auch in Gesprächen auf der Straße, dass die Menschen aggressiver werden. Ja. Damit muss man klarkommen. Freuen Sie sich drauf? Also regieren macht mehr Spaß als Wahlkampf, aber Wahlkampf gehört auch zur Demokratie. Es ist das Hochamt der Demokratie und ja, ich freue mich drauf. Wann wird der Schalter umgelegt? Oder ist er schon umgelegt worden? Eigentlich ist er schon gerade am Kippen. Spätestens dann nach den Sitzungswochen hier geht es dann im Wahlkreis richtig los. Super, vielen Dank für die 400 Meter. Eine Bitte, haben Sie noch eine Kollegin oder einen Kollegen aus Ihrer Fraktion, den oder die Sie empfehlen würden für ein weiteres Interview mit mir? Nehmen Sie den Johannes Steininger, der ist noch jung, der hat gute Beine. Der kann laufen, der kann laufen. Sehr gut, dann fragen wir ihn an. Ja, vielen Dank. Schön, gerne.